erlebe das häufig bei unseren PatientInnen, dass die ganz große Angst haben, nicht nur, dass ihnen nicht geglaubt wird, sondern dass, wenn ihnen geglaubt wird, dass sie dann das Gegenüber eigentlich völlig überfordern und es sich abwenden wird von ihnen. Moin und willkommen zu Was heißt hier gestört? Dem Podcast aus der Psychiatrie über Psychiatrie. Mein Name ist Vera Fester und ich darf an dieser Stelle regelmäßig mit Menschen sprechen, die in verschiedensten Funktionen in den psychiatrischen Einrichtungen der Asklepios-Kliniken arbeiten. Heute mit Joanna Petratos. Sie ist psychologische Psychotherapeutin und arbeitet in der Abteilung Persönlichkeits- und Traumafolgestörungen in der Asklepios-Klinik Nord Ochsenzoll in Hamburg. Wir sprechen heute über PTBS, posttraumatische Belastungsstörungen. Darüber, was das genau ist, welche Wege es in der Therapie gibt, Traumata zu verarbeiten und welche Rolle das Umfeld der PatientInnen dabei spielt. Ich würde gerne ganz allgemein erstmal anfangen. Ja. Was sind denn aus Ihrer Sicht überhaupt psychische Störungen? Ja, also ähnlich wie andere KollegInnen auch schon, tue ich mich mit dem Wort Störung relativ schwer. Ich benutze lieber das Wort psychische Erkrankung oder psychische Krisen, ganz abhängig davon, was für eine Moment ich es ja eigentlich gerade zu tun habe. Ich würde sagen, psychische Krisen, psychische Erkrankungen passieren vor allem dann, wenn wichtige Mechanismen der Seele, so Regulationsmechanismen der Seele, die eigentlich ganz Wichtiges versuchen zu kompensieren, wenn die irgendwann kippen, wenn es nicht nur gut ist, dass die Seele irgendwo gegenreguliert und dem Menschen dabei hilft, funktional oder irgendwie halbwegs zufrieden durchs Leben zu kommen. Wenn das kippt, dann entstehen Symptome und dann wird es problematisch für die PatientInnen oder für die Menschen und dann kommen sie zu uns und werden zu PatientInnen sozusagen. Das ist der Moment, wo so eine psychische Erkrankung, eine psychische Krise anfängt und dann würden wahrscheinlich andere auch von einer Störung sprechen. Aber Störung klingt immer so als... Klingt hart, auf jeden Fall. Es klingt hart und es ist etwas total kaputt und dysfunktional. Und es mag auf den ersten Blick dysfunktional wirken, aber es hat eine wahnsinnig wichtige Funktion. Es ist nur für uns auf den ersten Blick nicht ersichtlich, welche. Jetzt wollen wir heute sprechen über PTBS, posttraumatische Belastungsstörung, beziehungsweise auch komplexe posttraumatische Belastungsstörung. Erstmal so ein paar grundlegende Begriffe. Was ist denn überhaupt ein Trauma? Wie definiert man das? Ja, also wenn man, also Trauma ganz, ganz von vorne angefangen, es kommt aus dem Griechischen, es bedeutet übersetzt Wunde eigentlich. Und man geht eben von so einer sozusagen einer seelischen Wunde aus. Also seelische Wunden passieren dann, wenn Menschen etwas erleben, etwas von außen vor allem, was sie früher, also ICD-10. Weil wir gleich nochmal auf den ICD-10 zu sprechen kommen, nochmal ganz kurz erklärt. Der ICD ist eine internationale Klassifikation von Krankheiten, eben auch psychischen Krankheiten. 10 ist sozusagen die Ausgabe, die aktuell gilt, wobei Ausgabe 11 schon fertig ist. Momentan ist in Deutschland in der Anwendung der beiden noch so eine Art Übergangsphase. Seelische Wunden passieren dann, wenn Menschen etwas erleben, etwas von außen vor allem, was sie früher, also ICD-10, fast veralteten ICD-10 jetzt fast schon, der ICD-11 kommt ja bald, also das Diagnosesystem, geht man davon aus, dass es eine Situation ist, in der man sich hilflos fühlt, entsetzt, ausgeliefert und wo akute Gefahr für Leib und Leben besteht, zum Beispiel ein Überfall, eine Naturkatastrophe, Autounfall, schwere Erkrankung ist teilweise auch mit drin. Und man erlebt diese schlimmen Gefühle, die können schlecht prozessiert werden und können dann gegebenenfalls einen wieder auftauchen und einem dann Probleme bereiten. Wann spricht man denn von einem Trauma? Also äußert sich das immer dann darin, wie der Mensch, der das erlebt hat, darauf reagiert? Oder also wo ist so die Abgrenzung zwischen, ich hatte ein schlimmes Erlebnis und ich habe ein Trauma erlebt? Ein Erlebnis als solches kann erstmal schlimm sein. Man könnte auch sagen, es ist ein traumatisches Erlebnis, weil es mir eine Wunde zugefügt hat. Es hat mich geprägt und die Frage ist dann, verheilt die Wunde ja oder nein? Einigen Studien zufolge entwickeln nur 15% aller Menschen, die ein Trauma erlebt haben, auch tatsächlich eine Traumafolgestörung. Also ne, man hat eine Wunde erlitten, das ist irgendwie, weiß ich nicht, ein Kratzer und verheilt der ja oder nein? Und bei den meisten verheilt er und bei einigen eben nicht. Und dann treten für die posttraumatische Belastungsstörung typischen Symptome auf. Gehen wir gleich noch genauer darauf ein, was da so die Symptome sind. Macht es denn einen Unterschied,
ob ich ein schlimmes Erlebnis, nenne ich es jetzt erstmal, noch nicht, sag noch nicht Trauma, aber ein schlimmes Erlebnis alleine erlebt habe oder gemeinschaftlich. Also sei es der Autounfall, in den ich vielleicht nur alleine verwickelt war, oder da saßen noch 5 andere, mit denen ich das dann teilen kann, oder aber auch der Unterschied Einzelschicksal und beispielsweise ein Trauma im Sinne von einem Krieg beispielsweise, also so eine gesellschaftliche Sache. Ja, tatsächlich macht das einen Unterschied, beziehungsweise kann einen Unterschied machen, je nachdem auch, wie das Umfeld damit umgeht. Also wenn man zum Beispiel im Auto sitzt und alle anderen 4 machen einem große Vorwürfe, dann macht es das nicht besser, aber so ein Gefühl von Gemeinschaftlichkeit, ein Gefühl vor allem von, mir wird geglaubt, es ist mir wirklich passiert und ich bin damit nicht alleine, das sind ja so Resilienzfaktoren, also Eigenschaften, die einen stärken, die einen so ein bisschen die psychische Immunsysteme sozusagen ein bisschen stärken. Mhm. Das kann so ein Gruppengefühl, ein Gemeinschaftsgefühl, ein ich bin damit nicht alleine, wir können da gemeinsam durchaus unterstützen. Zum Beispiel hat man nach den Anschlägen beim 11. September, wo man ja eigentlich sagen würde, das ist ja nur furchtbar und gefühlt könnte irgendwie der ganze Staat New York traumatisiert sein, festgestellt, dass es relativ gering war, nicht so hoch wie erwartet, weil es eben ein extrem starkes Gemeinschaftsgefühl gab und weil alle es gesehen haben und alle haben geglaubt, was passiert ist. Mhm. Und es gab von allen Seiten Mitgefühl und Unterstützungsversuche. Mhm. Jetzt haben Sie gerade schon den Begriff der Resilienz eingebracht, das müssten Sie einmal kurz erklären. Oh Gott, also über Resilienz könnten wir eine gesamte Podcast-Reihe machen. Ich versuche es mal so ein bisschen in a nutshell, also ein bisschen zusammengefasst. Genau, kann man sich Resilienzfaktor, also Resilienz vorstellen als eine Widerstandskraft gegen Belastung, wie so ein Immunsystem der Seele, wenn man so möchte, vielleicht etwas, was einen schützt vor schweren Erkrankungen. Das kann zum Beispiel ein sicheres soziales Umfeld sein. Es kann ein gesunder Selbstwert sein, ein gesundes Selbstbild, das Gefühl, eigentlich ganz gut und sicher im Leben zu stehen, das Gefühl, selbstwirksam zu sein, also ich kann Krisen bewältigen, positive Beziehungserfahrungen, wenn ich um Hilfe bitte, wird da auch jemand mir helfen, so ein Gefühl von, ich kann mit dem umgehen, was mir passiert. Und das sind so wichtige Resilienzfaktoren, die Menschen so über die Zeit lebens entwickeln und die dann im besten Fall in Krisen zur Verfügung stehen und uns ja so ein bisschen immun machen gegen schwere psychische Krisen. Kann man das denn dann überhaupt definieren, wovon es abhängt, ob jemand ein schlimmes Ereignis verkraftet oder aber gegebenenfalls eine posttraumatische Belastungsstörung entwickelt? Ja, sicherlich, da läuft ganz viel Forschung, da interessiert man sich sehr viel, weil wir natürlich verstehen wollen, warum entwickelt ein Mensch eine PTBS und jemand anderes nicht, obwohl die sich eigentlich vielleicht prima vista sehr ähnlich sehen, also auf den ersten Blick sehr ähnlich sehen. Natürlich nicht äußerlich, sondern innerlich. Da sind wir noch dabei, wichtige Faktoren festzustellen. Und es gibt aber inzwischen, weiß man, wichtige Faktoren, die einen schützen können. Zum Beispiel ein weitestgehend intaktes Elternhaus, ein gutes Selbstbild, ein schützendes soziales System. Wenn man über Kinder schon nachdenkt, nur so LehrerInnen, KindergärtnerInnen, ErzieherInnen, die so ein bisschen auch mit schützend auf jemanden drauf gucken, dass sich da so gesunde psychische Funktionen draus entwickeln können. Das sind durchaus Faktoren. Und natürlich gibt es immer wieder auch dann doch so schlimme Ereignisse, die einen erstmal so richtig aus der Bahn fegen können. Das ist auch okay. Also nur wenn man dann erkrankt, heißt es nicht, ich habe was falsch gemacht oder mein Umfeld hat mir nicht genug gegeben, sondern sich aus der Bahn werfen lassen ist das eine. Aber die Frage ist, wie kommt man dann auch wieder zurück? Und da können solche Faktoren dann hilfreich sein. Ja. Jetzt ist klar, ne? Verschiedene Menschen gehen unterschiedlich mit schlimmen Ereignissen um. Wann entsteht eine posttraumatische Belastungsstörung? Was muss quasi erfüllt sein an Kriterien, um es mal so ganz klar zu formulieren, um das zu diagnostizieren? Also an Symptomen sozusagen, was wir für Symptome brauchen. Also genau, das ist relativ klar definiert, da halten wir uns auch an die Klassifikationssysteme. Im ersten Schritt, da geht es darum, dass die Menschen meistens innerhalb weniger Wochen bis Monate über persistierende Symptome berichten, zum Beispiel über Wiedererleben, also wir nennen das Flashbacks zum Beispiel, also dass sie das Gefühl haben, wieder in dieser Situation zu sein, obwohl sie eigentlich gerade am Küchentisch sitzen und gar nicht im Auto, das gerade in LKW fährt oder sowas. Intrusionen, also so ganz sich aufdrängende Erinnerungen, die gar nicht beiseite geschoben werden können. Dass sie das berichten und sie sich dann auch relativ ausgeliefert fühlen, was ja blöd ist, weil das genau ja auch so ein Gefühl ist aus dem Trauma, ne? Aus diesem traumatischen Ereignis, dass man ausgeliefert ist.
dass sie sich sehr depressiv verstimmt fühlen, also traurig, niedergestimmt, hoffnungslos, perspektivlos, antriebsgemindert, lustlos, sich sozial vielleicht ein bisschen zurückziehen und dass Menschen zum Beispiel danach ganz gezielt Reize, die mit diesem Ereignis zusammenhängen, vermeiden. Also wenn man jetzt über einen Autounfall spricht, zum Beispiel nicht selber mehr Auto fahren wollen oder nicht mehr im Auto sitzen wollen, um eben die aufkommenden Ängste erstmal um den aus dem Weg zu gehen, weil sie eben so bedrohlich und überwältigend wirken. Sie sprachen jetzt eben von Wochen bis Monaten danach, die das auftreten kann. Also innerhalb der ersten Wochen beispielsweise, also kann das passieren, dass es mir wirklich direkt ab Tag 1 sozusagen so schlecht geht, dass ich eine Symptomatik dieser PTBS zeige, und kann es aber auch gleichzeitig sein, dass das erst 2 Jahre später auftritt? Jein. Also es gibt in allererster Linie kommt zuerst so eine akute Belastungsreaktion auf, da können diese Symptome schon drin enthalten sein. Und manchmal schwächt das nach einigen Tagen dann diese krasse Belastungsreaktion, also sowas wie auf einmal dann ja so ein Flashback erleben oder sowas, extrem erregt sein, so ein Hyperarousal nennen wir das, also so ein Hochanspannungszustand, der aber gar nicht mehr passt zu der Situation, in der ich gerade bin, dass das so kommt. Und das kann über einige Tage wieder abschwächen, es kann aber auch eben über einige Wochen persistieren. Eigentlich, wenn man so ganz genau an den Diagnosesystem sein möchte, dann wäre nach einem halben Jahr eigentlich dürfte es nicht mehr neu auftreten, aber wir erleben es doch in der Klinik auch immer wieder, dass PatientInnen uns berichten, dass sie etwas Traumatisches erlebt haben und das viele Jahre irgendwie wegstecken konnten. Also die haben die Symptome irgendwo in sich gehabt, durchaus, aber die haben die mit aller Kraft zur Seite gedrückt, wegreguliert, sind drüber hinweggegangen. Und dann passiert aber irgendwas Ähnliches vielleicht oder eine andere Belastung, und die Kraft, die seelische Kraft, die sie aufbringen mussten, um es zu verdrängen, um es beiseite zu schieben, reicht nicht mehr aus, und dann bricht es so auf und dann wundern sie sich, das ist doch schon so lange her, das kann doch gar nicht mehr sein und ich konnte doch gut damit umgehen, und dann haben sie aber auf einmal sehr viele Erinnerungen so vor sich liegen und müssen dann mit den Symptomen kämpfen. Welchen Unterschied macht es dann, ob ich ein Trauma erlebt habe oder mehrere, also sag mal einen Autounfall, oder ob ich schon in der Kindheit beispielsweise schweren sexuellen Missbrauch erlebt habe? Einen sehr großen. Und zwischen diesen Ereignissen sozusagen liegt auch die Grenze zwischen einer einfachen oder einer Traumatyp 1 PTBS und einer komplexen Traumafolgestörung. Ein Autounfall, wenn vorher in meinem Leben eigentlich alles in mehr oder weniger regulären Bahnen gelaufen ist, den kann ich irgendwo verknuspern. Ich habe vielleicht eine Familie, einen Freundeskreis, die mich da mit auffangen. Ich habe das Vertrauen, dass ich das bewältigen kann. Ich kann vielleicht Hilfe in Anspruch nehmen. Ich fühle mich grundsätzlich sicher in meinem Leben. Und dann ist es eine Krise, die kommt, die geht und die bewältigbar für mich ist. Wenn Menschen in ihrer frühen, also von der frühen Kindheit bis viele, viele, viele Jahre schwere sexuelle Gewalt zum Beispiel leiden, dann fehlen ja so ganz wichtige Faktoren wie man glaubt mir, ich kann mir Hilfe holen, ich bin was wert, sondern dann kippt das eben in diesen extrem negatives, dieses negative Selbstkonzept, in so eine negative Sicht auf die Welt, und dann fehlen so ganz wichtige Resilienzfaktoren, um das irgendwie auffangen zu können, sondern die Menschen sind damit alleine und entwickeln auch nochmal eine ganz andere Bandbreite von Symptomen. Wir haben jetzt eben schon kurz diese Klassifikationssysteme ICD angesprochen. Sie meinen im Vorgespräch, dass die komplexe PTBS in dem noch geltenden, also in dem ICD-10, nicht vorkommt, sondern erst jetzt mit aufgenommen wurde. Warum? Es ist ja nichts Neues. man wundert sich. Nein, also ja, es ist irgendwo nichts Neues. Es gibt die Forschung dazu auch schon seit sehr, sehr vielen Jahren. Da haben sich sehr viele PsychiaterInnen, PsychologInnen, PsychotherapeutInnen auf die Suche gemacht, zu verstehen, okay, da gibt es Unterschiede. Jemand, der im Erwachsenenalter eine Naturkatastrophe erlebt, ist anders als Menschen, die über ihre gesamte Kindheit vielleicht schwere Gewalt, schwierig sexualisierte Gewalt erfahren haben. Aber das hat man vielleicht jetzt auch in den letzten Jahren durch die Pandemie so ein bisschen mitbekommen, dass Forschung ihre Zeit braucht.
braucht und dass Forschung sehr schwer zu vereinheitlichen ist. Mhm. Und dass es deswegen wirklich einfach sehr lange braucht, bis man einheitliche Konzepte für etwas findet. Dann wir KlinikerInnen, wir sind uns dann manchmal, wir scharren mit den Füßen und können es nicht erwarten, dass sie endlich mal mit einer neuen Diagnose um die Ecke kommen, mhm. Die wir in der Klinik so oft beobachten. Und zeitgleich kann ich nachvollziehen, dass natürlich ein so allumfassendes Diagnosesystem wie der ICD da wirklich ganz genau hinschauen muss und genau erforscht sein muss, was sind denn wirklich die Symptome? Von wann bis wann breitet sich das aus? Woran erkennt man es genau? Wie können wir es wirklich so klassifizieren? Das ist, was natürlich auch auf dem Papier nochmal was anderes ist als in der Realität. Mhm. Und das dauert. Das mhm. dauert einfach und braucht viele verschiedene Studienlagen, viele kritische Diskussionen, mhm. viele verschiedene Meinungen, die miteinander in einen Diskurs treten müssen, um am Ende eine Diagnose zu verfassen, die irgendwie anwendbar ist. Mhm. Jetzt ganz egal, ob PTBS oder komplexe PTBS, ab wann kommen Menschen zu Ihnen? Also ist es so, dass Sie irgendwann selber merken, ich brauche Hilfe? Ist es so, dass Sie eher sagen, ich muss damit alleine klarkommen? Also ab welchem Zeitpunkt treffen Menschen auf Sie? Meines Erachtens immer so ein ganz bisschen zu spät. Viele Menschen haben das Gefühl, sie müssten erstmal mit sich selbst klarkommen, mhm. sie müssten sich zusammenreißen, dürfen niemanden damit belasten, haben auch oft die Angst, dass ihnen nicht geglaubt werden würde, dass es eh nicht so wichtig ist, dass sie vielleicht auch nicht auffallen wollen mit dem, was sie erleben, das selber gar nicht glauben können, denken, das ist was ganz besonders Schlimmes auch, ganz oft Angst haben, verrückt zu werden. Und dann manchmal ganz überrascht sind, manchmal hoffentlich auch entlastet, wenn wir da gar nicht so entsetzt drauf reagieren, sondern sagen, ja, das ist normal. Das mhm. ist, und das ist auch erstmal, das macht ihre Seele gerade alles richtig. Mhm. Und da gibt es auch neurophysiologische Korrelate zu, warum sie auf einmal diese Bilder wiedersehen. Das ist alles im Rahmen dessen, was sie erlebt haben, ist mhm. das normal. Und ich würde vielen Menschen eigentlich wünschen, früher zu uns zu kommen und mhm. nicht so lange aushalten zu müssen und noch länger das Gefühl ertragen zu müssen, nicht richtig und gestört und vor allem damit allein zu sein. Mhm. Und ein ganz wichtiger Punkt, finde ich, ist dabei auch noch, das eine sind Menschen, die ein Monotrauma erlebt haben, Autounfall zum Beispiel oder ähnliches, und dann haben die kommen noch eher, weil sie wissen, ah ja, das war traumatisch, es gibt inzwischen mhm. ja auch so einen modernen Sprech, der das anbietet. Menschen mit komplexen Traumafolgestörungen, man-made Traumatisierung, also Traumatisierung durch Menschen, haben viel mehr Hemmungen und haben viel mehr auch erlebt, dass ihnen keiner glauben wird, und haben ein überwältigendes Scham- und Schulderleben, was es noch viel schwerer macht, sich uns anzuvertrauen. Sie meinen gerade moderner Sprech, traumatisch, ist das inflationär benutzt, das Wort? Ich persönlich, die natürlich auch in meiner kleinen Welt hier sozusagen lebe, finde schon, dass es häufig traumatisch ja viel zu oft benutzt wird. Und mhm. Ich kann nachvollziehen, dass Menschen von vielen Sachen auch wirklich tief bewegt und berührt sind und dass Menschen sich verändern, wenn sie etwas Besonderes erleben. Aber ein Trauma ist wirklich etwas, es ist eine Wunde, und es ist nicht irgendwie, das war herausfordernd für mich. Mhm, oder das hat mich geprägt. Das sind unterschiedliche Paar Schuhe. Und es macht, dass Menschen, die tatsächlich Traumatisches erlebt haben, sich damit gar nicht so recht identifizieren können und mhm. denken, naja, gut, also wenn das traumatisch ist, dann ist es vielleicht auch nicht so schlimm, was ich habe. Mhm. Aber ist es. Und es wirkt, also auf mich manchmal an schlechten Tagen so fast ein bisschen höhnisch. Mhm. Können Sie ein paar Beispiele nennen, mit welcher Art Traumata Menschen schon zu Ihnen in die Behandlung gekommen sind? Das kann ich. Ich möchte an der Stelle aber nochmal ganz explizit eine kleine Triggerwarnung aussprechen. Mhm. Ich werde jetzt ein paar Sachen aussprechen, die mhm. Vor allem sexualisierte Gewalt betreffen, mhm. Dass jemand vielleicht jetzt ein paar Minuten vorspringen möchte oder mhm. so, wenn das unangenehm wäre, das zu hören. Ja, wir haben auch extra einen Hinweis, wer sich damit jetzt nicht gut fühlt, tatsächlich auch beim Podcast ganz allgemein auch angebracht, mhm. gibt es entsprechende Hotlines auch, an die man sich im Notfall auf jeden Fall wenden kann.
Genau, also wir haben hier auf unserer Station, das ist ja, es gibt einen Unterschied, denke ich, von behandelnden KollegInnen, die ambulant behandeln, und wir hier auf einer Krisenstation, einer Psychiatrie in einer großen. Das heißt, wir sehen hier schon die etwas härteren Fälle sozusagen. Wir erleben hier viel PatientInnen, die vor allem Opfer von sexueller Gewalt geworden sind, meistens durch Familienmitglieder. Meistens eher männliche Familienmitglieder. Allerdings möchte ich hier auch nochmal ganz klar sagen, es gibt auch sexuelle Gewalt durch Frauen. Das erleben wir hier auch immer wieder. Mhm. Wir haben ja auch PatientInnen, die Folter erlebt haben, auch schon im Kindesalter, die Opfer von Menschenhandel geworden sind. Und so weiter und so weiter. Also es ist schon eher wirklich die wirklich schweren, komplexen Traumatisierungen, was schon nochmal was anderes ist. Also ich finde es auch schon schlimm genug, wenn man in einen Autounfall verwickelt ist oder wenn man, jetzt wird's hart, nur einmal zum Beispiel einen sexuellen Übergriff erlebt hat. Das ist schon wirklich, wirklich schlimm, und da sollen sich die Leute gerne eine psychotherapeutische Behandlung erlauben und gönnen. Und das ist hier natürlich aber nochmal eine andere Stufe von Grausamkeit. Ja. Wie gehen Sie selbst damit um? Weil Sie haben auch geschrieben, ich hatte Ihnen vorab einen Steckbrief gegeben, auf die Frage, was so das schlimmste Erlebnis im weitesten Sinne bei Ihrer Arbeit ist oder die größte Herausforderung, ja, tatsächlich die traumatischen Erlebnisse Ihrer PatientInnen nicht mit nach Hause zu nehmen, nicht mit in die eigene Welt zu nehmen. Wie gelingt Ihnen das bei der Heftigkeit der Sachen, die Sie da hören? Ja, das ist immer, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Teil meiner Arbeit sogar. Also natürlich irgendwie muss ich hier möchte ich auch meine Gespräche mit meinen PatientInnen führen. Ich möchte Dokumentation machen, aber ein ganz wichtiger Teil meiner Arbeit ist auch, das irgendwie auch von mir fernzuhalten, weil meine PatientInnen haben nichts davon, wenn ich da irgendwie das zu sehr mich davon überwältigen lasse sozusagen. Und das passiert auf mehreren Ebenen. Also zum einen mache ich das, indem wir hier ein tolles Team haben, indem wir uns gut den Rücken stärken, dass man sich mal anvertrauen kann, KollegInnen sagen kann, boah, ich muss jetzt auch mal ordentlich durchatmen, und ich da auf Verständnis stoße. Das heißt aber auch zum Beispiel, dass ich mit meinen PatientInnen auch regelmäßig ganz ressourcenorientiert arbeite, dass wir beide dann sozusagen im Gespräch uns auch im psychotherapeutischen Kontext nicht nur den Grausamkeiten und dem Erschütternden zuwenden, sondern auch dem, was gut und wichtig und fördernd ist für die PatientInnen. Und dass ich natürlich ganz viel irgendwie auch gucke, dass es mir gut geht. Dass ich mich auch immer wieder auf das fokussiere, was in meinem Leben auch gut ist und was in der Welt auch gut ist. Dass ich auch so der Statistik eine Chance lasse. In der Welt, in der ich arbeite, sind natürlich die meisten Menschen, mit denen ich arbeite, schwer traumatisiert. Weltweit ist das was anderes. Dass ich das immer noch so ein bisschen in Relation setze. Und das ist in der Regel ganz hilfreich. Und ich habe eine ganz, ich mache viel schöne Sachen in meiner Freizeit. Selbst wenn ich müde bin, manchmal ruhe ich mich aus, wenn ich müde bin, aber manchmal denke ich mir auch so, nee, ich muss jetzt auch noch was Gutes, was Schönes erleben, ein erfülltes Leben zu haben und dem was entgegensetzen zu können. Gab es denn trotz all der Bewältigungsmechanismen, die Sie da benutzen, sozusagen Momente in Ihrer Arbeit, wo Sie gedacht haben, oh Mann, warum habe ich diesen Beruf gewählt? Weil das stand auch im Steckbrief, dass wenn Sie das nicht gemacht hätten, also psychologische Psychotherapeutin zu werden, hätten Sie sich für den Beruf Musikerin entschieden. Ist das noch eine Option? Also ich denke schon, dass es damit dazugehört, dass man regelmäßig hinterfragt, kann ich das noch? Bin ich dafür noch gebacken? Ist das gerade noch das Richtige für mich? Oder sollte ich den Bereich wechseln? Das mache ich nicht nur, wenn es mal besonders kritisch war in der Klinik oder sowas, oder wir eine besonders intensive therapeutische Arbeit erlebt haben mit einer Patientin, einem Patienten, sondern regelmäßig generell, dass ich überprüfe, wo stehe ich eigentlich und passt das für mich noch? Und was macht mir alles Freude und wiegt das dem auf? Und bis jetzt komme ich also immer dazu, es bereitet mir sehr viel Freude, hier zu arbeiten. Und ich erlebe auch neben den ganzen Grausamkeiten, die man sich, wir erklären uns ja bereit, ZeugInnen davon zu werden. Manchmal die ersten ZeugInnen, die es überhaupt gab für die PatientInnen.
daneben erleben wir hier auch ganz viel Schönes. Also es ist was ganz Besonderes, finde ich, wenn Patientinnen sich uns anvertrauen. Es ist, und die haben auch Humor, wir lachen hier auch mit unseren Patientinnen viel und lachen miteinander hier im Team viel. Und das sind ja auch schöne Erfahrungen, die man irgendwie macht. Oder wenn wir dabei zusehen können, wie Patientinnen sich entwickeln. Das ist was Besonderes und das gibt ganz viel Energie und schafft so was Gutes im Raum sozusagen. Musikerin würde ich heute nicht mehr werden. Ich glaube, da wäre ich viel mehr untergegangen im Musikbusiness als in der Klinik, lustigerweise. Auch wenn ich nach wie vor gerne Musik mache und das für mich ein wichtiger, ein Punkt ist, wo ich ganz viel Kraft rausziehe. Mhm. Aber ich glaube, ich bin schon genau da richtig, wo ich bin. Okay, sehr gut. Dann lassen Sie uns genau da, wo Sie sind, jetzt mal eintauchen in so ein, ja, vielleicht kann man gar nicht sagen, klassischen Arbeitsalltag, wie der aussieht, aber vielleicht können Sie mir so ein bisschen erklären, wie therapieren Sie eine PTBS oder komplexe PTBS? Gibt es mit Sicherheit nicht Schema F, wird mit Sicherheit bei jedem individuell sein. Vielleicht können Sie es anhand eines Beispiels erzählen, wie kann ich mir das vorstellen? Wirklich so Patient, Patientin kommt zu Ihnen, was passiert dann? Das unterscheidet sich tatsächlich auch zwischen PTBS und komplexer PTBS. Für eine PTBS gibt es ja viele sehr gut erforschte und anerkannte Verfahren, die vor allem was mit Traumakonfrontation zu tun haben. Das kann man, wenn jemand irgendwie ganz gut aufgestellt ist, auch relativ, es gibt eine Stabilisierungsphase, dann überlegt man sich, welches Trauma geht es, wie sieht es aus und dann wird überlegt, wie kann man das konfrontieren, wie kann man da gemeinsam nochmal durchgehen. Das ist wirklich ein Handwerk, was man erlernen muss sozusagen. Würde das Beispiel Autounfall bedeuten, dass Sie tatsächlich nochmal ganz detailliert auf das Ereignis eingehen, dass auch quasi so ein Wiedererleben forciert wird? Genau. Richtig. Das Wiedererleben wird forciert, damit es eben anders im Traumagedächtnis abgespeichert werden kann. Während eines traumatischen Ereignisses schaltet das Gehirn sozusagen auf Notfallmodus, wenn man so sagen möchte. Und es werden viele Transmitter ausgestoßen, die wirklich dafür sorgen, dass man irgendwie diese Situation übersteht. Vor allem so Cortisol oder Adrenalin. Und das macht aber auch, dass gewisse wichtige Areale im Gehirn, wo man Sachen sozusagen abspeichert und als beendet abhakt, dass die nicht mehr zugänglich sind. Und die Idee ist, wenn man nochmal einen Menschen konfrontiert, wenn man ein gerichtetes, gezieltes, ressourcengefüttertes, stabilisiertes Wiedererleben mit einem Therapeuten, einer Therapeutin gemeinsam forciert, dass dann all das, was nochmal hochkommt, was zu diesem traumatischen Erleben mitgehört, dass es dann eben anders abgespeichert werden kann, weil man eben doch ganz anders sicher ist und auch schon weiß, wie es endet. Was auch ein ganz wichtiger Punkt von Traumatherapie ist, dass man sich immer wieder klar macht, es ist vorbei und ich habe es überlebt. Es ist nicht mehr präsent, es ist vorbei, es liegt in der Vergangenheit. Und das ist so die Idee dahinter und das kann auch gut ambulant gemacht werden. Das kann man stationär machen, das machen aber auch KollegInnen gerne ambulant. Und das ist dann, fällt unter diesen Begriff Traumatherapie. Genau, richtig, genau. Und wie sieht es da aus, wenn wir beim Beispiel Autounfall bleiben, mit der Konfrontation auch tatsächlich, ich sage jetzt mal vor Ort, also sei es vor Ort im Sinne von an dem Unfallort oder aber, dass man auch, wenn die Person zum Beispiel sich gar nicht mehr traut, Auto zu fahren seit einem Autounfall, dass man das gemeinsam macht und um die Person da wieder ranzuführen oder? Zum Beispiel, es gibt KollegInnen, die das so halten. Es ist vor allem in der verhaltenstherapeutischen Arbeit ist es ein großer Teil davon, dass man sich bestimmten Reizen widerstellt und die habituieren lässt, also sich daran gewöhnt. Man geht davon aus, das Cortisol steigt an, also der Stress steigt und irgendwann wird es auch von alleine wieder abfallen, einfach weil der Transmitter irgendwann alle ist sozusagen. Manche würden sowas nicht machen, weil sie sagen, das ist irgendwie zu gewaltvoll und zu sehr forciert und da zwingt man PatientInnen wieder zu etwas. Aber es gibt eben auch diese andere Strömung und die haben auch in der Forschung gute Ergebnisse. Also das ist erstmal ein probates Mittel. Man kann es aber auch gut imaginativ machen, dass man sich wirklich sagt, ich gehe raus aus der Tür, ich habe meinen Autoschlüssel schon in der Hand, ich gehe zum Parkplatz, schließe mein Auto auf, setze mich rein, mach das Radio an, es läuft Rihanna oder weiß ich nicht, dass man es wirklich ganz so durchgeht und sich da imaginativ reinfallen lässt. Und dann wird zum Beispiel das Ende umgeschrieben oder mit EMDR wird das nochmal anders prozessiert. EMDR müssen Sie erklären. EMDR ist eine Therapie,
Richtung sozusagen, wo mit Augenbewegung gearbeitet wird, dass man wirklich mit den Augen hin und her schaut, von rechts nach links, vielleicht einem Zeiger oder den Fingern des Therapeuten, der Therapeutin folgend. Man geht davon aus, dass so die Verarbeitungsprozesse im Gehirn etwas produktiver verlaufen. Mhm. Und dann geht man das nochmal so durch, sagt, und dann geht es los und ich gehe raus aus der Parklücke und folgt mit den Augen diesen Fingern die ganze Zeit hin und her und bleibt mal kurz stehen, geht ins Gefühl, macht weiter, genau, und bleibt eben dann zum Beispiel auch, ne, und dann crasht es und ich weiß gar nicht, was passiert. Stopp, im Gefühl bleiben, durchatmen, im Hier und Jetzt ankommen und dann geht's weiter. So kann man so etwas ja ganz grob durcharbeiten. Das ist natürlich alles viel komplexer und so, ja, aber ich versuche es so ein bisschen zusammenzufassen. Das sind Sachen, die vor allem bei Monotraumatisierung einer PTBS gut funktionieren. Bei komplexen Traumafolgestörungen ist es was anderes, weil wir haben ja nicht nur ein Trauma, was wir bearbeiten müssen. Wenn jemand vom zweiten, dritten Lebensjahr bis zum 16. Lebensjahr schwere sexuelle und körperliche Gewalt erfahren hat, was sollen wir da? Also da gibt es manchmal ein Top 3 von Ereignissen, die man konfrontieren kann, aber da muss man ganz anders vorsichtig vorgehen. Heißt, da ist die Konfrontation nicht, also ist sie da komplett tabu oder wird die dann einfach anders gestaltet sozusagen? Weil ich würde jetzt einfach mal aus dem Bauch raus sagen, Verdrängung ist auch keine Option, oder? Nein, und ja, also Verdrängung funktioniert vor allem einfach nicht. Also das wird oft probiert und ich finde es sehr tapfer, wie unsere PatientInnen das auch immer wieder versuchen zu verdrängen, aber es funktioniert nicht. Es backfired eigentlich eher, es sammelt sich noch mehr an und kommt dann noch heftiger quasi auf einen zurück sozusagen. Also, klingelt mein Telefon. Okay, aber, ist es was Wichtiges? Ich muss dann kurz, run. Ja, nee. genau, manchmal haben wir ja Hausalarme, dann klingelt auch das Telefon und dann müsste ich gucken, ob meinen KollegInnen noch gut geht. Also grundsätzlich würde ich sagen, sind Konfrontationen nicht tabu sozusagen, können gemacht werden. Allerdings muss man das ganz anders vorsichtig angehen und viel ausführlicher vorbereiten, weil es eben häufig so ist, dass Menschen mit komplexen Traumafolgestörungen viele Begleiterkrankungen haben, Komorbiditäten, wie wir das nennen. Also die haben vielleicht noch Abhängigkeitserkrankungen nebenbei oder eine Essstörung, eine Angststörung, Zwangsstörung, haben schweres selbstverletzendes Verhalten immer wieder auch oder sind ordentlich suizidal, was man ja auch irgendwie nachvollziehen kann. Und es kann sein, dass wenn man zu früh konfrontiert, dass sie das überwältigt. Und das ist nicht ist wie, ach, ich bewältige das und mir geht's jetzt besser, sondern dass sie eigentlich eine Retraumatisierung darstellt. Deswegen muss da eine Konfrontation wirklich extrem sorgfältig und vorsichtig vorbereitet werden. Und das kann teilweise Jahre dauern, bis die Menschen, also Jahre der Therapie, bis die Menschen sagen, so, jetzt fühle ich mich stabil genug. Es kann nämlich sein, dass sie sich danach schwer verschlechtern. Und das wollen wir ja eigentlich nicht. Sie haben vorhin schon mal dieses Stichwort Flashbacks angesprochen. Dass sie Dinge auf eine Art wiedererleben, ist es denn immer der Fall? Also gehört das zur Symptomatik oder ist es manchmal auch so, dass ihre PatientInnen sich auch überhaupt nicht an das erinnern können, was passiert ist, eben weil diese Verdrängung so krass stattfindet? Ja, beides. Beides. Also und man kann sich an bestimmte Sachen nicht erinnern und trotzdem von manchen Sachen, die noch erinnerlich sind, Flashbacks haben. Flashback bedeutet ja auch nicht immer nur, dass es ein optischer Reiz ist, den man wieder erlebt. Manchmal berichten uns PatientInnen auch davon, dass sie etwas spüren, etwas riechen, etwas hören, aber nichts dazu sehen. Und dann manchmal gar nicht so recht wissen, was passiert hier eigentlich gerade mit mir, aber ich spüre auf einmal eine Hand an meinem Hals. Ohne wirklich zu wissen, zu was das gehört. Das macht, wie es ja so häufig ist, das Grauen nur noch schlimmer. Ne? Die schlimmsten Horrorfilme sind die, wo man nicht sieht, was passiert. Und ähnlich erleben die das auch. Sie merken, irgendwas passiert, irgendwas ist nicht gut, aber ich kann es nicht richtig einordnen. Zeitgleich muss man auch sagen, Flashbacks, die mit optischen Reizen, ist auch furchtbar. Will man auch nicht unbedingt haben. Und dann gibt es natürlich PatientInnen, die sagen, ich weiß, dass was passiert ist, es wurde mir erzählt, ich habe auch das Gefühl, da ist was, aber ich kann mich noch erinnern mit und dann gehe ich rein ins Zimmer und dann nicht mehr. Und das nächste ist, ich wache auf, ich bin, weiß ich nicht, ich blute und ich weiß, es ist was Schlimmes passiert, aber ich weiß nicht was. Gibt's auch. Ja, aber wie können Sie denn damit dann arbeiten? Also wie würden Sie da jetzt vorgehen? Ja, erstmal
Das ist natürlich, es ist ein Areal, in dem wir immer uns immer in Grauzonen bewegen und wo ich sehr froh bin, nicht Staatsanwältin zu sein oder Polizistin. Es ist gar nicht mein Job, herauszufinden, was ist denn exakt passiert. Selbst wenn sich unsere PatientInnen erinnern können, ist das ja alles subjektiv. Auch ich werde mich im Nachgang an diesen Podcast erinnern, aber kann natürlich nur meine Sicht der Dinge berichten. Und wenn ich mir das dann anhöre, ist es vielleicht, denke ich mir, oh Gott, oder befinde es noch viel noch besser. Toller. So dass das einmal ganz abgesehen davon, mein Job ist es, die PatientInnen in ihrem emotionalen Erleben zu begleiten. Und ich habe durchaus eine Überzeugung, dass ein gewisses emotionales Erleben nicht auftaucht, wenn es dafür nicht irgendwo einen guten Grund für geben würde. Wie der Grund am Ende speziell ausgesehen hat, das kann mir eigentlich Wurst sein. Mir geht es erstmal darum, die PatientInnen darin zu begleiten, das Gefühl, mir ist was Furchtbares passiert, ich hatte wahnsinnige Angst. Ich weiß noch, ich gehe in den Raum rein und das war schon schlimm genug. Und dann zu sich kommen, nicht wissen, was passiert ist, ist ja auch schon schlimm genug. Also ich versuche sie darin zu begleiten, ihnen da zur Seite zu stehen, Worte zu finden, zu gucken, wie kann ich mit dieser Situation Schutz im Hier und Jetzt herstellen, wie kann ich die Situation hinter mir lassen, wie kann ich es abschließen. Das ist eigentlich viel wichtiger, als dann auf eine Detektivarbeit anzufangen, auch wenn einem es natürlich manchmal in den Fingern juckt, weil man irgendwie schon gerne wüsste, was ist denn da eigentlich, aber darum geht es gar nicht. Davon muss man sich dann, glaube ich, frei machen als Therapeutin und wieder in so eine technische Neutralität zurückfinden. Können Sie nochmal versuchen, an einem Beispiel, natürlich ohne Namen zu nennen, zu skizzieren, wie der Verlauf so einer wirklich ja teilweise mehrjährigen Therapie aussehen kann? Ja, in allererster Linie im Fokus steht bei uns erstmal Beziehungsarbeit, Beziehungsaufbau. Der ist gerade bei komplexen Traumafolgestörungen besonders schwer, weil wenn etwas ein menschengemachtes Trauma im Raum steht, dann heißt das ja auch, dass Beziehungen, Begegnungen potenziell auch immer eine traumatische Qualität haben können, also triggern können. Also jeder Kontakt, wenn man schlimmste traumatische Erlebnisse hatte im Kontakt mit Menschen, dann kann auch ein eigentlich freundlich gemeinter Kontakt eigentlich also unaushaltbar sein. Das heißt, wir müssen erstmal gucken, wie können wir uns begegnen und wie können wir einen Kontakt und eine Beziehung zueinander aufbauen, die keine traumatische Qualität hat, die Sicherheit bietet, die in gewisser Weise verfügbar ist, die zuverlässig ist, berechenbar ist, ganz wichtig. Und das kann manchmal ewig dauern, weil natürlich jeder kleinste Fehltritt sowas, und Fehltritt meine ich sowas wie, dass ich in Urlaub fahre oder krank bin oder länger in einer Besprechung sitze oder sowas, das kann sofort auslösen, dass sie denken, dass die ist wegen mir krank, die hat keine Lust mehr auf mich, ich habe was falsch gemacht. Und dann in so einen Selbsthass zerfallen, vielleicht schwer selbst verletzen oder sich entlassen lassen, impulshaft. Und dann muss man eben beim nächsten Intervall nochmal von vorne anfangen. Und das ist okay, dafür stehen wir zur Verfügung, dafür sind wir da. Aber das kann manchmal einfach wirklich lange dauern. Und wenn das immer geglückt ist und hier ein Ort hier für sich finden konnten, der für sie sicher und zuverlässig ist, dann kann man ganz, ganz vorsichtig anfangen mit Ressourcenarbeit, was auch nicht immer ganz einfach ist, weil Gutes gab es im Leben unserer PatientInnen wenig und dann kann Gutes sehr bedrohlich wirken, weil es neuartig ist. Und heißt in dem Moment aber Ressourcenarbeit, dass Sie versuchen, denen erstmal klarzumachen, wo ihre Stärken liegen, also dass eben ihr Leben nicht nur aus diesem Trauma und den Folgen besteht. Ja, jetzt bin ich ganz hängen geblieben am Wort klar machen. Das klingt so, als würde ich den referieren. Ich versuche mit ihm gemeinsam was zu finden, sozusagen. Genau. Ja. Das ist aber genau mein kleiner Spleen sozusagen. Aber es ist mir so wichtig, weil ich kann denen wenig klar machen. Ich kann mit ihnen gemeinsam auf die Suche gehen. Und das ist manchmal müßig, aber es gibt immer etwas eigentlich. Und immer zu gucken, wie kann ich für mich selber da sein? Was kann ich machen? Wie kann ich handeln? Wie kann ich mich als handlungsfähiges, selbstwirksames Wesen sozusagen erleben? Genau, und das kann zum Beispiel, ich kann Freundinnen anrufen, ich kann ins Dienstzimmer gehen, ich habe meine Therapeutin, zu der ich gehen kann, ich kann skillen, ich habe vielleicht... Skillen? Skillen. Stopp. Skills. Ja, Skills sind so Umgangsstrategien sozusagen, die meistens eher im Außen verortet sind, um Anspannungszustände, Ängste etc. pp. Zu beenden, die einen so ein bisschen ins Hier und Jetzt holen, von an Ammoniak riechen. Für alle, die das nicht kennen, das riecht fürchterlich. eine Chilischote beißen, mit dem Igelball sich ein bisschen vielleicht die
Hände abreiben, die Beine abreiben, um doch den Körper wieder zu spüren. Oft spüren unsere Patientinnen ihren Körper gar nicht mehr, ist auch wegdissoziiert, ist abgeschnitten sozusagen. Manchmal haben sie das Gefühl, sich so ganz fremd zu fühlen in der Welt. Es läuft alles nur ab wie im Film. Also sich dann durch so einen äußeren Reiz wieder ins Hier und Jetzt zu holen. Mhm. Genau. Sie haben vorhin schon mal angesprochen, dass eine PTBS oder komplexe PTBS oft auch mit anderen Begleiterscheinungen einhergeht. Ich sage jetzt mal Alkoholismus, Essstörungen, sowas in die Richtung. Das läuft dann parallel, dass Sie das mit angehen? Sie sind ja Tiefenpsychologe, ne? Mhm. Das sind ja vielleicht auch eher Sachen, die dann in eine verhaltenstherapeutische Richtung gehen. Ist das dann so, dass Ihre PatientInnen auch vielleicht noch bei einer anderen Problematik zu anderen KollegInnen gehen? Oder sind Sie da der Allrounder? Die Allrounderin in dem Fall. Ja, das ist tatsächlich eine besondere Herausforderung bei der Behandlung dieser PatientInnen, was auch wirklich schwierig im Gesundheitssystem, wie es ist, abzudecken ist. Mhm. Das ist wirklich besonders schwer. Wir versuchen das so ein bisschen individualisiert hier anzugehen, dass wir sagen, wenn da zum Beispiel ein Abhängigkeitsverhalten exazerbiert, also immer schlimmer wird, dass wir sagen, jetzt erstmal ein Intervall in der Sucht. Es muss jetzt erstmal ein qualifizierter Entzug zum Beispiel sein oder einfach auch abhängigkeitstherapeutische, spezifische therapeutische Interventionen erfolgen und dann können die wieder zu uns kommen. Oder wenn eine Essstörung völlig eskaliert, dann müssen wir natürlich auch gucken, ab einem gewissen Gewicht können wir nicht mehr behandeln, dann muss erstmal da ein gewisses Gewicht erreicht werden. Aber wir versuchen auch hier vieles abzufangen, einfach um eben diesen Beziehungsrahmen, den wir hier hergestellt haben, um den irgendwie mit nutzen zu können, den PatientInnen nicht zuzumuten, alle 3 Wochen woanders therapeutisch behandelt zu werden. Da gibt es gewisse Grenzen, die stecken wir mit den PatientInnen gemeinsam. Aber natürlich auch unter gewissen Vorgaben unsererseits. Aber dass die PatientInnen genau wissen, woran sind sie, wie weit können wir hier noch manche komorbiden Störungsbilder behandeln und wann braucht es ein anderes fachspezifisches Kollegium. Jetzt haben Sie vorhin gesagt, Sie haben schon ein paar andere Folgen vorab gehört. Deswegen freuen Sie sich bestimmt ganz besonders auf ein kleines Assoziationsspiel. genau, ich nenne Ihnen ein paar Begriffe und Sie reagieren wie auch immer darauf. Klinikalltag. Meine erste Assoziation ist Stress. Okay. Guter wie schlechter Stress. Mhm. Aber es ist ein Stress, also Stress ist ja eigentlich eine Anpassungsleistung und man muss sich hier jeden Tag an alles, was so auf einen zukommt, anpassen. Und das kann sehr viel Spaß machen und manchmal ist es auch sehr herausfordernd. Mhm. Sport. Geil. Okay, reicht. Welcher denn besonders? Ich fahre leidenschaftlich gerne Fahrrad. Mhm. Und Laufen finde ich klasse. Laufen echt? Können auch. Oh, okay. Ist das Freiheitsgefühl. Okay. Ja, wenn Sie das sagen. Okay. Krieg. Schrecklich. Dissoziation. Wichtig. Warum? Also erklären Sie vielleicht einmal kurz Dissoziation. Ja. Dissoziation habe ich davor schändlicherweise so ein bisschen in der Aufzählung der PTBS-Symptome vernachlässigt. Das ist ein Symptom, was ich nie verstanden habe im Studium, was das sein soll. Mhm. Es ist im Endeffekt, das heißt Abspaltung sozusagen. Mhm. Es ist ein Schutzmechanismus der Seele, wenn es zu viel wird, dann wird dissoziiert. Dissoziation kann ganz viele verschiedene Ausprägungen haben von ich träume so ein bisschen, mache so einen Tagtraum, das ist eine kleinste Dissoziation, die es gibt sozusagen, die ist aber selbstständig zu beenden, bis hin zu, ich fühle mich irgendwie, ich habe das Gefühl, ich höre nur noch durch Watte oder ich sehe verschwommen, ich habe das Gefühl, ich bin gar nicht so richtig da, alles läuft wie so ein Film vor mir ab, also so ein Gefühl des Fremdseins in der Welt. Dissoziation kann auch sein, dass man den eigenen Körper nicht mehr spüren kann, dass er wirklich abgespalten wird sozusagen vom Empfinden, obwohl neurophysiologisch alles intakt ist. Also es gibt keinen Schaden im Gehirn, sondern es ist tatsächlich rein psychopathologisch. Sind das dann auch, Entschuldigung für die Unterbrechung, so Momente, wo solche Skills, von denen wir vorhin schon gesprochen haben, zur Anwendung kommen könnten? Genau, richtig. Genau. Denn manchmal passieren eben diese Dissoziationen auch, obwohl gerade gar kein schlimmes Ereignis stattfindet. Also es wird nur einfach generell zu viel. Und dann geht es ja darum, dass die PatientInnen nicht erleben, in Hilflosigkeit zurückgeworfen zu werden, sondern dass sie sagen, nee, jetzt dissoziiere ich nicht. Mhm. Es gibt auch PatientInnen, die sich in der Dissoziation an nichts mehr erinnern können, obwohl sie perfekt funktioniert haben. Wir merken das gar nicht. Und am nächsten
nächsten Tag kommt die Patientin und sagt, ich kann mich an gestern gar nicht erinnern. Mhm. Das ist eine eher ausgeprägtere Form der Dissoziation, bis hin zur dissoziativen Füg, wo man wirklich über viele Tage, also man steht morgens in Hamburg auf und kommt 3 Tage später in Frankfurt zu sich und weiß nicht, was passiert ist, aber war hochfunktional in der Zeit. Oh, okay. Und die ausgeprägteste Form ist dissoziative Identitätsstörung, das, was man früher multiple Persönlichkeitsstörung genannt hat, wo eben ja unabhängig voneinander operierende Anteile in Personen in dissoziativ abwechselnden Zuständen das Handeln und Fühlen und Denken übernehmen. Mhm. Wenn das jetzt nicht ganz so krass ausgeprägt ist wie die Beispiele, die Sie zuletzt genannt haben, ist denn so eine, ich sag mal, kurzzeitige Dissoziation ein Schutzmechanismus des Körpers, also quasi zu sagen, okay, ich spalte mich oder meine, ja, kurzzeitig ab von dem, was eigentlich los ist und versuche das, ja, also ist das auch so ein Verdrängungsmechanismus? Ja, absolut. Also Verdrängung ja eben nicht, weil ganz verdrängen klappt nicht, aber es ist ein absoluter Schutzmechanismus, dass wenn man irgendwie von innen drin, von der Seele psychisch mitbekommt, das ist jetzt zu viel, ich kann das hier alles emotional gar nicht mehr handhaben, dass dann so ein bisschen so der Vorhang runtergeht und einen vor der Intensität der Situation schützt. Und für manche ist eine Achterbahn eine intensive Erfahrung und für manche unserer Patientinnen ist ein Hallo, wie geht's Ihnen schon eine viel zu intensive Erfahrung und dann wird dissoziiert. Dann wird man geschützt vor dem Kontakt und hört nicht mehr so richtig oder handelt nur noch so, als wäre man gar nicht wirklich da, fühlt sich irgendwie fremd in der Situation. Mhm. Aber deswegen habe ich auch gesagt, es ist ein wichtiger Schutzmechanismus, der uns auch immer wieder anzeigt, wenn wir mit Patientinnen im Gespräch sind und die merken, sagen, oh, jetzt, ich merke Frühwarnzeichen fürs Dissoziieren, dann merken wir, ach klasse, wir wissen, wir sind an einem wichtigen Punkt und wir dürfen nicht mehr so viel weitergehen, um die Kapazität der Patientinnen nicht mehr zu überschreiten. Mhm. Jetzt sind wir eigentlich noch mitten im Assoziationsspiel. Fehlt noch ein Wort. Ja. Glück. Schön. Und so wichtig. Ja, ich wollte es positiv beenden. Ja. Sehr schön. Nochmal kurz zurück zu Ihren PatientInnen beziehungsweise deren Angehörigen. Mhm. Als Angehöriger oder Freund, Freundin, was auch immer, von jemandem mit einer PTBS oder komplexen PTBS. Was, what to do? Also haben Sie irgendwie, ja, so ein paar Punkte, wo Sie sagen, das wäre wichtig für einen Angehörigen, eine Angehörige zu wissen, das Umfeld im Allgemeinen? Ich würde Angehörigen immer empfehlen, sich ein bisschen zu belesen, ein bisschen zu verstehen, um was es da geht. Häufig ist es für unsere PatientInnen oder für Betroffene generell sehr schwer zu erklären, was ihnen eigentlich was in ihnen vorgeht, weil bei dieser Erkrankung ist ja auch immer bedeutet, dass man irgendwie sagen muss, was einem zugestoßen ist. Man kann sagen, ich bin, ich habe immer wieder mal so depressive Verstimmungen und deswegen bin ich manchmal morgens schlecht drauf. Kann man dem Arbeitgeber vielleicht, wenn man das möchte, oder den FreundInnen oder MitbewohnerInnen oder so sagen. Aber dass man sagt, ja, ich bin jetzt depressiv, weil ich habe immer Schwierigkeiten mit meinem Vater gehabt, das sagt ja keiner. Aber wenn man sagt, ich bin traumatisiert, weil ich bin vergewaltigt worden, dann ist das etwas unendlich Intimes, was man in dem Moment so preisgeben muss. Oder generell, ich bin traumatisiert worden, da muss man ja, da wird ja gleich klar, ich bin schlimme Art und Weise seelisch versehrt worden. Und das möchte man nicht jedem sagen. Deswegen würde ich immer vorschlagen, dass sich Leute erstmal so, dass sich die Menschen erstmal anlesen, vielleicht ein bisschen gucken, was kann das alles bedeuten, den Menschen den Raum geben, wenn du darüber sprechen möchtest, wenn du mir berichten möchtest, was passiert ist. Entweder ich kann damit umgehen, dann höre ich dir zu und glaube dir. Oder wenn man sagt, oh, ist vielleicht doch nicht so meins, dann sollte man das gar nicht erst anbieten. Denn unsere PatientInnen, ich erlebe das häufig bei unseren PatientInnen, dass die ganz große Angst haben, nicht nur, dass ihnen nicht geglaubt wird, sondern dass, wenn ihnen geglaubt wird, dass sie dann das Gegenüber eigentlich völlig überfordern und das sich abwenden wird von ihnen. Das heißt, sie brauchen, also ich würde Angehörigen empfehlen, auf sich zu achten und zu gucken, wie viel kann ich für die betroffene Person da sein, wo muss ich auch so ein bisschen auf mich achten, um eben nicht wegzubrechen. Und unabdingbar ist natürlich, dass man glaubt, dass man den Menschen glaubt. Das ist nicht immer ganz einfach, aber dass man eben nicht Polizistin spielt oder Staatsanwältin oder so oder irgendwie ermittelt, sondern erstmal sagt, okay, ich nehme das jetzt so hin und damit auch so ein bisschen lernt umzugehen und sagt, okay, was möchtest du jetzt, was brauchst du in der Situation, wie kann ich dich unterstützen und dann mitgehen, statt irgendwie aktionistisch zu sagen, da muss man jetzt arbeiten, jetzt musst du und jetzt muss hier, sondern wirklich zu sagen, okay, wie kann ich dir beistehen in der Zeit? Okay, also erstmal zuhören, glauben und nicht irgendwie herausfordern mit irgendwelchen Sachen oder
ja, das kann ja gar nicht sein, bist du sicher, das kann ich mir ja gar nicht vorstellen, was der soll das getan haben, die soll das gemacht haben, das glaube ich ja gar nicht. Oder es gar nicht hören wollen, sagen, das ist super schwierig. Und zeitgleich, gerade wenn man mit Menschen im Kontakt ist, denen wirklich etwas Schlimmeres zugestoßen ist, sich dann auch bei Zeiten selber Hilfe holen. Das muss man nicht alles alleine tragen. Mhm. Es gibt das Konzept der sekundären Traumatisierung, dass man manchmal auch, wenn man besonders schlimme Sachen hört, dass die einen selber sehr mitnehmen können. Und wenn man sagt, ich möchte jemandem beistehen in meinem Umfeld, das ist mir wichtig, aber ich merke auch, das geht mir sehr, sehr nah, sich da rechtzeitig Hilfe holen. Mhm. Das ist okay. Und macht es denn aber Sinn, als Angehöriger, Angehörige, jemanden, der was Schlimmes erlebt hat und ganz offensichtlich Hilfe braucht, denjenigen auch so ein bisschen in die Richtung zu pushen und zu sagen, Mensch, ey, ich glaube echt, du brauchst Hilfe so, oder macht es gar keinen Sinn, weil es immer von der Person selbst kommen muss, die sich Hilfe holt, dass sie dazu auch bereit ist? Beides. Es ist ein sehr schweres Unterfangen, was den Angehörigen da so ein bisschen vorgelegt wird. Ich denke, es ist immer gut, Menschen dazu zu motivieren, sich Hilfe zu holen, nicht allein damit zu sein. Und da vielleicht auch so wie so ganz ein steter Tropfen, der den Stein vielleicht so ein bisschen hüllt, immer wieder sagen, hol dir doch Hilfe, mach doch, das ist gut. Und dann kommt vielleicht, die glauben mir eh nicht, oder was, wie sollen die mir schon helfen? Mir ist ja gar nicht zu helfen, die können ja eh nichts. Und was alles so hoch aufgebracht wird, um sich damit nicht auseinanderzusetzen. Dann vielleicht immer wieder sagen, ich kann nachvollziehen, dass es ganz große Angst macht und auch unheimlich ist. Aber ich denke, es ist immer ein Versuch wert, sich Hilfe zu holen. Ja, das ist, glaube ich, wichtig auch anzuerkennen, dass sich Hilfe holen auch Angst machen kann. Aber das ist immer ein Versuch wert. Wenn man sich dann traut, diesen Schritt sozusagen zu gehen und gegebenenfalls sich ja auch wieder mit diesen Wunden ja sehr intensiv auseinanderzusetzen, sprich, man landet beispielsweise bei Ihnen, ist es möglich, ein Trauma jemals ganz vollständig zu 100% zu überwinden? Die Frage ist, was bedeutet überwinden? Manche unserer PatientInnen haben den Wunsch, dass es ungeschehen gemacht wird. Das geht nicht. Es ist passiert. Und es gibt keine Möglichkeit, dass es nicht mehr passiert ist. Wenn das überwinden bedeutet, dann geht das nicht. Wenn überwinden bedeutet, es irgendwie ins Leben integriert zu bekommen und zu sagen, das ist mir passiert, das ist auch etwas, was mich ein bisschen verwundbarer macht vielleicht, was mich empfindsamer macht an manchen Stellen, wo ich immer wieder so ein bisschen, das muss ich immer im Auge behalten muss, aber trotzdem ein Leben leben kann, was sich lebenswert anfühlt und was mit Zufriedenheit gefüllt ist, dann würde ich sagen, ja, das geht. Das ist kein leichter Weg. Ich sage meinen PatientInnen, ich kann ihnen das nicht als Zuckerwatte verkaufen. Das ist schwer und anstrengend und herausfordernd, aber es ist möglich. Aber es ist, was nicht möglich ist, ist zu sagen, es ist nicht passiert und ich lebe wie jemand, der oder die nicht über viele Jahre schwere Misshandlungen erlitten hat. Das geht nicht. Okay, trotzdem gibt es ja irgendwann den Punkt, an dem Sie, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, die Therapie für beendet erklären, im besten Fall einen stabilen Menschen entlassen sozusagen. Gibt es da so eine Art Standardformulierung, wie Sie diesen Menschen verabschieden? Oder ist es auch da wieder komplett individuell? Das ist natürlich individuell, weil es so unterschiedlich ist, in was für Welten wir unsere PatientInnen dann entlassen. Wie sieht es inzwischen aus bei denen? Am schönsten ist natürlich, was ich meinen Patienten immer sage, sie dürfen sich jederzeit bei uns wieder melden. Kommen Sie lieber einen Tag zu früh als einen Tag zu spät. Wir sind immer hier für Sie da. Und wenn ich Sie nie wiedersehe, dann freue ich mich. Und das können die Patientinnen gut verstehen. Manchmal, wenn ich eher sage, ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen, dann gucken die mich an und sagen, nee, will ich gar nicht. Ich will Sie gar nicht wiedersehen. Und im besten Fall ist die Beziehung bis dahin ja so gut, dass die verstehen, was damit gemeint ist, dass ich ihnen damit alles Gute wünsche und dass ich ihnen wünsche, dass sie unsere Hilfe nicht mehr brauchen. Wir erleben es aber auch nicht selten, dass PatientInnen manchmal sich gerne noch voll alleine melden, obwohl es denen gut geht. Einfach nur eine E-Mail schreiben oder anrufen auf Station oder waren hier eh gerade auf der Ecke und dann kommen sie kurz vorbei. Oh, ich wollte nur sagen, mir geht's gut. Einfach das, weil der Kontakt ja trotzdem ein sehr intensiver war miteinander und eine heftige, intensive, bewegte Zeit miteinander durchlebt wurde. Und auch dafür sind wir irgendwie immer wieder da. Und das biete ich meinen PatientInnen auch an. Wenn sie Lust haben, dürfen sie sich immer auch so melden. Dass wir sind nicht nur für sie da, wenn es ihnen schlecht geht, sondern generell, dass sie wissen, sie haben uns immer im Hinterkopf. Ja, schön. Ich verabschiede mich mit einem vielen Dank. Ja, war interessant. Dankeschön. Danke. Und das war Was heißt hier gestört? Der Podcast aus der Psychiatrie über Psychiatrie.
Meldet euch bei Fragen, Kritik, Anregungen gerne über die Social-Media-Kanäle der Asklepios-Kliniken. Wir machen kurzes Päuschen, atmen eine Weile durch und melden uns bald wieder mit einer neuen Folge.